Geocool ist ein Verfahren zur Kühlung von Rechenzentren und Serverräumen. Es basiert auf Geothermie. Der Kick und das Besondere an Geocool ist, dass man sehr viel Energie damit sparen kann und damit auch Kosten. Um die 90% der Kosten auf der Kostenseite für die Kühlung von Rechenzentren. Damit ist es sehr nachhaltig. Und damit war es auch interessant für die Leuphana. Daraufhin haben wir uns auch beworben für einen Unternehmenswettbewerb, und den wir dann auch schlussendlich gewonnen haben. Die Zusammenarbeit bestand aus vorbereitenden Gesprächen, die wissenschaftliche Gruppe um Professor Schaldecker mit den Mitarbeitern Birte Freudenreich und Martin Stock durchgeführt haben. Zunächst also von Lüneburg aus per E-Mail, per Schriftverkehr und später dann auch mit persönlichen Workshops hier in Celle bei uns im Unternehmen. Das war der zentrale Punkt der Zusammenarbeit. In diesen Workshops wurde eine Geschäftsmodellbewertung, eine Risikoauswertung und eine Zielgruppenbewertung und Analyse durchgeführt. Die Leuphana mit ihren Mitarbeitern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind überaus praxisnah, stecken genau in der Materie und wissen, wovon sie sprechen. Ich musste denen also nicht erst erklären, wie ein Unternehmen oder ein Produkt funktioniert, sondern ich rannte praktisch offene Türen ein, aber ich glaube, das ging der anderen Seite genauso. Das war ein sehr pragmatisches Treffen, und ich war sehr, sehr angenehm überrascht, wie gut das Einfühlungsvermögen der wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Leuphana uns verstanden haben.